Was geht, Freunde? Zu Anfang muss ich sagen, dass ich bestimmte Ereignisse etwas verschachtelt wiedergeben muss, denn alles, was ihr hört, ist ehrlich so geschehen. Deswegen nenne ich auch nie Namen. Mit ein wenig Kopf könnt ihr euch bei der Story den Rest eh denken, ohne dass ich mich oder meine Freunde belaste. Außerdem möchte ich ganz klar sagen, dass ich mit meiner Geschichte nichts verherrlichen möchte. Im Gegenteil. Ich hoffe, dass man ganz klar raushören kann, dass ich will, dass die jungen Leute unter uns aus der Scheiße, die ich gebaut habe, lernen und es besser machen als ich. Falls ihr euch fragt, warum ich mich überhaupt so krass an jedes Ereignis erinnern kann, das kann ich euch ganz leicht erklären. Früher hatten wir kein TikTok, Instagram oder sowas. Oft hatten wir nichts, außer die Stories, die wir zusammen erlebt haben. Und diese Stories haben wir uns so oft untereinander auf irgendwelchen Parkbänken erzählt, dass sie sich einfach ins Hirn reingebrannt haben. Dazu kommt noch, dass ich Gott sei Dank mit 90% meiner damaligen Freunde noch befreundet bin und ich teilweise meine Jungs angerufen habe, damit ich hier ja keinen Unsinn erzähle. Ach ja, und bitte kommt mir nicht mit irgendwelchen grammatischen Fehlern, die ich mache. Ich erzähle euch das Ganze genauso, wie ich es einem Kollegen erzählen würde. Denn das hier ist Part 2 der Gotti Story. Wenn man auf die Straße rutscht, bemerkt man das ehrlich gesagt gar nicht. Es war nie so, dass ich mir gesagt habe, Digga, dieser Gangsterkram ist voll geil. Ich hänge jetzt auf den Straßen ab, auch wenn viele um mich herum genau auf diesen Film waren. Doch die meisten in der Clique kannte ich schon seit dem Kindergarten. Auch mein Kumpel, der auf dem Kiez gestochen wurde, kenne ich schon seitdem ich 10 Jahre alt bin oder so. Deswegen hatte ich nie das Gefühl, als würde ich auf einem schlechten Weg sein, denn ich hatte ja immer noch denselben Freundeskreis. Und außerdem hat mich wegen dem Stadtteilkrieg sowieso halb Hamburg gesucht. Also war es auch zum Vorteil, mit Leuten unterwegs zu sein, die immer hinter mir stehen, wenn es drauf ankommt. Doch meine Jungs wurden immer radikaler und es kamen immer wieder neue Gesichter in die Gruppe, die meistens nicht aus unserem Stadtteil kamen und noch radikaler waren als wir. Und während die Jungs in meiner Clique immer mehr werden, werden auch die Möchtegern-Rapper in Jemfeld immer mehr. Jeder, der aus Jemfeld kam, hat im Namen von Jemfeld gedisst. Dabei war ich der einzige Rapper, der tatsächlich bei dem Stadtteilkrieg dabei war. Durch die Möchtegern-Jemfeld-Rapper wurde Jemfeld dann sogar von Nate57 gedisst, der zu der Zeit noch Lil Nate hieß. Ich bin Lil Nate, yeah. Ich scheiß auf deinen Rap, denn ich tobe, Mann. Ich zerreiß dich jetzt wie ein Dobermann. Irgendwann hat mich das Ganze so abgefuckt, dass ich angefangen habe, die Rapper aus Jemfeld zu dissen. Denn außer mir und Karim hatte ich keinen von den Rappern auf den Jemfelder Straßen gesehen. Dadurch entstand dann mein Diss-Track namens Fick Jemfelds Rapper. Sag mir jetzt, wer ist der Rap-King in Yen-Ti, hä? Der Nächste, der mich disst, wird es auf der Straße geklärt. Alles klar, Digga? Echt verrückt, dass ich mein eigenes Stadtteil gedisst habe. Der Nächste, der mich disst, kriegt die Antwort direkt auf den Straßen. Auch wenn mir den Satz zu diesem Zeitpunkt keiner geglaubt hat, ich meinte ihn genau so. Denn ich war der Meinung, dass keiner außer ich und die Jungs von Yenton Crime eine Berechtigung haben, für Jemfeld zu rappen. Aber auf den Song haben wiederum, dummerweise, die Jemfelder Rapper geantwortet. Meistens auch mit Diss-Songs. Außer einer, der bei MSN frech wurde. Und ausgerechnet der war derjenige, der Stress mit unter anderem Karo-Viertel gemacht hat, weswegen dann Karo-Viertel und unter anderem Lil Nate Jemfeld gedisst haben. Das hat mich dann so sauer gemacht, dass ich zu ihnen nach Jemfeld Zentrum gefahren bin und die Sache geklärt habe, um es mal nett auszudrücken. Doch er war der Einzige, der sich gestellt hat. Er dachte wahrscheinlich, dass dieses Rap-Ding nur Spaß für mich sei. Genauso wie die ganzen anderen Rapper aus Jemfeld. Doch auch sie mussten erkennen, dass man mich in Jemfeld nicht einfach dissen kann. Denn die meisten Jungs waren stolz auf mein Talent und wollten nicht, dass Jemfeld in den Dreck gezogen wird von irgendwelchen anderen Rappern. Das hört sich jetzt erstmal egoistisch an. Aber dann hört euch mal an, wie die Rapper aus Jemfeld auf meinen Song geantwortet haben. Dann wird ihr uns vielleicht mit unserem damaligen Kopf verstehen. Bin wieder da mit meinem neuen Track. Wenn ich jeder sind, da ging nur ein Haufen Dreck. Er hat mir bei Aldi geklaut, das weiß ich genau. Bin ich klaut wie seine Freundin Tangas im Dunkelblau. Yeah. Oh shit. Oh, shit. Bam, be this. Digga, mach mal nicht auf Harten, tu mal nicht so. Als wärst du ein Gangster. Als wärst du ein Gangster. Du Bitch. Super K. Oh shit.
Heute kann ich die Namen der beiden Rapper sagen, weil sie, wie die ganzen anderen Rapper, heute nicht mehr rappen. Die beiden Rapper hießen 2K und Young D. Zwei ganz normale Jungs, die dachten, sie könnten ohne Konsequenzen dissen. Genau wie ich es früher gedacht habe. Aufgrund der Diss-Songs wurde dann 2K bei unserer Teenie-Disco abgefangen und auf Klo von meinen Jungs bearbeitet. Auch wenn ich sie davon abhalten wollte, weil ich den Jungen schon seit meiner Grundschule kannte und selber wusste, wie es sich anfühlt, wenn man wegen seinem Diss-Song in die Enge getrieben wird. Young D ist nach einer Zeit zu mir gekommen und hat geweint mit den Worten: "Sag, die sollen mich in Ruhe lassen." Denn die Antwort auf deren Diss-Songs gegen mich gab es nicht nur bei uns in Jemfeld. Natürlich habe ich auch gegen sie einen Song gemacht. Und das so frech, dass die beiden Jungs jahrelang gemobbt wurden. Bei 2K, der auf der Toilette bearbeitet wurde, habe ich einfach den Beat von seinem Diss-Song genommen und seinen kleinen Bruder, den er beim Diss-Song gegen mich mit eingebunden hat, mit in den Beat eingearbeitet. Und anstatt ich ihn zurückgedisst habe, ließ sich einfach Casey ihn dissen, während der kleine Bruder von 2K als Bitch bezeichnete. 2K, ich werd dich jetzt mal aus deinem Rap-Traum wecken. Im Jahrenfeld bist du und Young D die größten Deppen. Weil Bambi dich einmal gedisst, da denkst du, du wärst wichtig. Auch jeder in Umkreis und Jemfeld weiß, dass du eine Bitch bist. Ich kenn dich nicht und ich will dich gar nicht kennen. Ich hab nicht so viel zu tun mit Strich an den Hotpan. Hast du nix zu tun, dann geh und spiel am Plan stecken. Aber das mit den Rappen, Junge, lass es lieber stecken. Und als Krönung habe ich noch einen Kumpel, der mit der Schwester von 2K geschlafen hat, auf den Song geholt, damit auch die letzte Line schön knallt. Game over, Kevin hat deine schon gebumst auf sein Sofa. Ja, Mann. Ehrlich ekelhaft, Digga. Aber dennoch kreativ. Und der Diss gegen den anderen Rapper, Young D, ist bis heute bei uns am Berdy legendär. Denn bei den Diss habe ich selber geantwortet. Und das ganz kurz und knapp mit einem Freestyle auf vielen derzeit bekannten Beats. Ich taufte den Song, weil 2K ein schlanker Typ war, gnadenlos: "Du bist ein Lauch." Du bist einfach nur ein Lauch, ich kann mit dir Schläge in deinen Bauch, denn jeder in Berlin weiß, in den Tracks laberst du, Bitch, nur Scheiß. Digga, what? Halt mal kurz den Beat an. Was geht denn ab, Digga? Was schreiben die denn alle? Ach was, die schreiben: "Du bist ein Lauch, Bitch." Ich versteh's nicht, ich kapier's nicht, du bist so hässlich. Du bist ein Lauch. Ja. Ali, du bist ein Lauch, das weißt du ganz genau. Wenn ich heute drüber nachdenke, hätte ich eigentlich ganz anders auf den ganzen Diss-Scheiß reagieren müssen. Doch genauso wie ich, mussten auch die Jungs, die mich gedisst haben, für ihre Worte gerade stehen. Aber nachdem ich gesehen habe, was alles mit den Jungs passiert ist und wie schlecht es ihnen geht, nur weil ich sie gedisst habe, ab da an habe ich das Dissen an Nagel gehangen. Ich hoffe, heute können die beiden mir verzeihen. Nach der ganzen Disserei habe ich noch den Song Berliner Platz gedroppt, den ihr sogar heute noch bei Spotify hören könnt. In den Song habe ich genau über unseren Alltag gerappt. Und auch wenn die Songs wieder mal durch mein Viertel gingen, habe ich die Musik irgendwie aus den Augen verloren. Ich war viel zu doll damit beschäftigt, mit meinen Jungs unterwegs zu sein. Ich war so gut wie nie zu Hause, denn es gab nichts Besseres, als mit seinen Jungs auf einer Parkbank zu sitzen, mit einem Döner und 1,5 Liter von dem Aldi Eistee, Aldi Eistee. Und wenn wir etwas gebraucht haben, haben wir es uns einfach genommen, ohne an die Konsequenzen zu denken. Einfach jung und dumm. Und ein paar von meinen Jungs waren noch verrückter als ich, so wurden die Taten auch immer schlimmer. Wir sind zum Beispiel ohne einen Cent in den Taschen Richtung Reeperbahn gefahren. Denn statt Geld hatten die meisten ein Messer in der Tasche. Als wir dann auf dem Kiez angekommen sind, hatten wir meistens schon die ersten Euros in den Taschen, weil einfach jeder jeden bestohlen hat. Die Abziehzeiten sind die Zeiten, die ich am meisten an meinem Leben bereue. Und ich habe den Scheiß ehrlich gesagt auch nicht oft gemacht. Doch bei uns Jemfeldern war das einfach gang und gäbe. Und so habe ich mich ab und zu auch dazu verleiten lassen. Doch diese ganzen Schlägereien und Abziehereien waren nur die Spitze des Eisberges. Denn als der große Bruder von einem sehr guten Kumpel von mir eine 1-Euro-Bar auf dem Kiez aufgemacht hat, waren wir ausschließlich jedes Wochenende auf dem Kiez, die zu der Zeit noch keine waffenfreie Zone war. Und nach der Aktion von meinem Kumpel, der gestochen wurde, hatte wirklich sogar der größte Eierkopf unter uns immer ein Messer dabei. Und auch der Alkoholkonsum wurde mit den Kiezbesuchen immer mehr. Bis heute habe ich nicht einmal in meinem Leben irgendwelche Drogen außer Weed probiert. Doch zu der Zeit kam auch langsam der weiße Teufel in meinen Freundeskreis und viele meiner Jungs waren oft auf Sendung. Bewaffnete Jemfelder, besoffen und auf Drogen, auf dem Kiez in einer Bar, wo sie sich wie zu Hause fühlen,
Das Ganze konnte nicht lange gut gehen. Erst recht wegen dem Stadtteil-Beef, weswegen es immer eskalierte. Ich kann mich zum Beispiel noch an eine Aktion erinnern, wo ein Typ vor mir stand und mich gefragt hat, bist du Bam B? Als ich dann ja meinte, hat er mir einfach eine verpasst. Und sowas war für mich nichts Neues. Ich hatte immer ein Messer in der Tasche, wusste aber, dass ich es nur beim Notfall einsetzen werde. Was man eigentlich nicht garantieren kann, wenn man zum Beispiel besoffen ist. Das änderte sich jedoch nach einem Ereignis, als wir wieder mal auf dem Kiez feiern waren. Eine Kiez-Session hat immer gleich angefangen und genauso hat dieser Tag angefangen. Gegen Mittag sind wir mit ca. 10 Mann in den Penny oder Extramarkt gegangen und haben uns dann drinnen aufgeteilt. Ein paar sind zu den Red-Bull-Dosen gegangen, haben die Dosen aufgemacht, sie umgedreht, sodass sie auslaufen können und haben dann die leeren Dosen beim Pfandautomaten abgegeben. Andere haben ein paar Alkoholflaschen mitgehen lassen und der Rest hat dann die Ziesen an der Kasse geklaut, während einer oder zwei Leute für 4 oder 5 Euro Getränke zum Nachtrinken geholt haben. So haben wir dann den Laden vollgepackt verlassen. Und auch wenn der Kassierer was bemerkt hat, wer möchte schon gerne 10 wilde junge Männer stoppen? So sind wir dann zu irgendeiner Parkbank oder zu irgendeiner vercrackten Bude von irgendjemandem gewandert. Dort haben wir uns dann besoffen, bis man aus dem Rest Alkohol mischen machen konnte und wir auf den Kiez gefahren sind. Meistens gab es schon Schlägereien auf dem Weg dorthin, bis wir dann endlich an der Bar angekommen sind. Und an diesem einen besagten Abend waren wir wieder mal mit einer Horde an Jungs in der Bar, als ich mit zwei Kumpels rausgehe, um einen J zu rauchen. Nachdem wir dann fertig geraucht haben, machen wir uns wieder auf den Weg zur Bar, wo drei von meinen Freunden total besoffen vor der Tür stehen. Der eine versucht einen Joint zu bauen, kriegt es aber nicht hin. Als er mich dann sieht, schreit er mich an. Digga, Ben, bau mal einen J, Digga, lass mal einen rauchen. Da ich aber gerade geraucht hatte, sagte ich ihm, dass ich lieber wieder in die Bar gehe. Doch weil er so besoffen ist, wird er langsam frech und will mich überreden mitzugehen, weswegen ich dann natürlich aggressiv reagiert habe. Nachdem ich ihn dann von mir weggeschubst habe, bin ich dann Gott sei Dank in die Bar gegangen, während die anderen drei Jungs um die Ecke gegangen sind, um ein J zu rauchen. Was dort passiert ist, kann ich euch natürlich nicht genau sagen, weil ich durch Glück nicht dabei war und ich keinen meiner Jungs irgendwie belasten möchte. Doch scheinbar ist es während sie geraucht haben zu einem Streit mit zwei Typen gekommen. Und bei diesem Streit wurden diese beiden Typen mehrere Male gestochen. Der eine wurde sogar lebensgefährlich verletzt, bevor meine Jungs geflüchtet und dann wieder zu uns in die Bar gelaufen sind. Dort haben sie sich das Blut von den Händen gewaschen und haben einfach weitergefeiert. Obwohl sie eigentlich wissen müssten, dass nun die ganzen Bullen nach ihnen suchen. Doch der Alkoholpegel war anscheinend zu hoch und ich habe ehrlich gesagt gedacht, die Jungs labern nur Scheiße, von wegen sie haben jemanden gestochen, obwohl ich das Blut auch gesehen hatte. Aber ich dachte mir, sie haben sich wieder nur geschlagen. Nach ein paar Stunden haben sie sich dann auf dem Weg Richtung Jenfeld gemacht. Und anstatt undercover zu sein, haben die Jungs einfach weiter Scheiße gebaut. Die Polizei hat daraufhin die drei gekrallt und da sie perfekt zu den Personenbeschreibungen von der Stecherei passten, wurden sie festgenommen. Zwei von den Jungs wurden aufgrund der Tat verurteilt und mussten ca. 4 Jahre lang in Haft. Der dritte, der nicht gestochen hat und nur dabei gewesen ist, musste deswegen 6 Monate in Untersuchungshaft, bis er endlich wieder freikam. Das heißt, hätte ich den Jay mit den drei Jungs geraucht, wäre ich mindestens 6 Monate in U-Haft gewesen, selbst wenn ich nicht mal gestochen hätte. Die Verurteilung der drei Jungs ging mir sehr nah, denn alle drei kannte ich schon seit dem Kindergarten. Das war der Tag, wo ich das Messer weggelegt habe, weil ich genau wusste, wenn es drauf ankommt, werde ich es benutzen. Und ich kann euch allen nur ans Herz legen, nehmt niemals ein Messer mit. Denn unabhängig davon, was ihr jemanden antun könnt, das Messer, das ihr mit euch trägt, kann euch auch selber schaden. Da habe ich sogar ein krasses Beispiel für euch. Einer von unseren jüngeren Jungs, der 16 Jahre alt und immer mit einem Butterfly unterwegs war, zog mal an Silvester bei einem Streit sein Messer, rutschte dann aus und fiel direkt mit dem Auge ins Messer. Wenn ihr mir nicht glaubt, dann googelt einfach Ibrahim Jenfeld. Stories, in denen ein Messer das Leben von mehreren Menschen verändert hat, habe ich ohne Ende. Denn Jenfeld war bekannt für Messerstechereien. Wie dem auch sei. Mit den ersten Jungs, die nach Hanau versandt, also den Jugendknast gewandert sind, wurde auch der Knast kein Ort mehr, wo man alleine ist, falls man mal geschnappt wird. Die Jungs haben von dem Jugendknast berichtet, als wären sie gerade auf Klassenfahrt. Und so wurden wir immer dreister, bis ich das allererste Mal vor Gericht stand. Den Augenblick werde ich nie vergessen. Angeblich soll ich einen Jungen in Rahlstedt abgezogen haben. Ich wusste nicht mal, welche Aktion gemeint war, als ich vor Gericht stand, weil wir einfach so viel Scheiße gebaut haben. Doch scheinbar ist mein Ruf mir vorausgeeilt. Denn vor Gericht hat der Geschädigte gemeint, dass ich nicht der Täter war. Ich weiß noch ganz genau, wie meine Mom, die mit mir zu Gericht gegangen ist, mich angeguckt hat. Selbst der Richter hat 10 Minuten auf mich eingeredet, dass ich den Zeugen irgendwie beeinflusst haben soll. Aber ohne Scheiß, ich habe den Typen ehrlich nicht gedroht oder so.
Wie dem auch sei, ich wurde freigesprochen, auch wenn alle genau wussten, dass ich irgendwas mit der Tat zu tun hatte. Doch leider war dies nicht das letzte Mal, dass ich vor Gericht stand. Und bis dato wurde ich nie verhaftet. Doch es gibt immer ein erstes Mal. Und so war es auch später bei mir. Und auch wenn ich es ungern tue, weil viele Sachen so rüberkommen könnten, als wenn ich sie verharmlosen würde, und meine Mom auch das Ganze hier sehen wird, erzähle ich euch jetzt, wie ich das allererste Mal festgenommen wurde. So könnt ihr vielleicht ein bisschen verstehen, wie dumm und wie verrückt wir früher waren. Nur ein paar Wochen nachdem ich freigesprochen wurde, wurden ein paar von meinen Jungs nach Karlshöhe zu einer Hausparty eingeladen. Auch wenn ich nicht eingeladen wurde, weil alle schon wussten, mit mir kann nur Stress entstehen, bin ich einfach auf dreist zur Party gegangen. Als ich dort ankomme, steht schon ein anderer Kollege von mir vor dem Hauseingang, weil er nicht auf die Hausparty reingelassen wurde. Und natürlich wurde auch ich nicht reingelassen. Also waren mein Kumpel und ich so sauer darüber, dass wir zum Besitzer der Wohnung meinten, dass wir draußen eine Wodka austrinken und wenn wir nicht reingelassen werden, die ganze Party crashen werden. Und so war es dann auch. Nach der Wodka sind wir in die Wohnung gestürmt, wo dann ein paar Jungs versucht haben, uns aufzuhalten. Daraus entstand dann eine Massenschlägerei und die ganze Party wurde wegen uns pubertären Hitzköpfen kaputt gemacht. Richtig unnötig. Doch der Abend war noch jung. Bevor ich und meine Jungs die Bude wieder verlassen haben, hat jeder irgendwas bei der Massenschlägerei mitgehen lassen. Ich kann mir noch sehr gut daran erinnern, dass ein Kumpel eine Hantelstange und ein anderer Kumpel ein Brotmesser in der Hand hatte. So waren dann wieder mal eine Horde Jämfelder mitten auf den Straßen von Karlshöhe. Ein paar von meinen Jungs waren so suff, dass sie nicht mal mehr richtig gerade gucken konnten. Und nicht weit von der Bude, wo wir waren, war eine Shell-Tankstelle, zu der ich nur gehen wollte, um Nachtrinken zu holen. Doch wie es der scheiß Zufall so wollte, steht am Nachtschalter direkt vor mir einer von den Jungs aus Weisenhof, der meinen Bruder Casey gekrallt und nach Weisenhof gebracht hat. Okay, hast du, wer hat sie gekrallt? Er hat mich gekrallt, er hat mich gekrallt! Ich konnte meinen Augen nicht glauben. Der Junge, alleine hier, während ich mit einer Horde an Jungs bin? Natürlich hat er mich gleich erkannt, hat sich aber weggedreht, weil er alleine war. Doch ich konnte es nicht sein lassen. Ich guckte ihn an und meinte, ey, ich dachte, du suchst mich und was sollte die Scheiße mit Casey machen? Als meine Jungs das hören, gehen sie alle auf den Jungen zu. Vorne an ein afghanischer Kumpel von mir, der immer der Erste war, der zuschlägt. Mein Kumpel war todessurf und geht zu dem Weisenhofer mit den Worten, Digga, wem willst du hier? In dem Augenblick holt der Weisenhofer aus und haut mein Kumpel direkt ins Gesicht. Nach dem Schlag fängt der Junge an wegzurennen, während alle meine Jungs ihn hinterherlaufen. Mein afghanischer Kumpel packt sich das Brotmesser von einem anderen Kumpel und fängt an beim Laufen dem Weisenhofer in den Rücken zu stechen. Gott sei Dank war das Brotmesser nicht spitz vorne und vielleicht hat der Typ das Ganze nicht mal mitbekommen. Doch ich weiß noch ganz genau, wie hemmungslos der Blick von meinem Kollegen war. Er hätte auch eiskalt mit einer Machete zugestochen, wenn sie gerade griffbereit wäre. Ich habe daraufhin, so gut es geht, versucht meine Jungs aufzuhalten und Gott sei Dank ist der Weisenhofer dann, glaube ich, unverletzt davongekommen. Doch wie gesagt, der Abend war noch jung. Durch die ganzen Aktionen wurden meine Jungs einfach nur noch wilder und wir sind von Karlshöhe zu Fuß bis nach Farmsen gelaufen, um von dort aus die Bahn Richtung Kiez zu nehmen. Und auf dem Weg dorthin wurde einfach jeder, den wir gesehen haben, abgezogen. Als wir dann beim Farmsen Bahnhof ankommen und wir hoch zur Bahn gehen, stehen wieder zwei Jugendliche am Bahnhof, die dann leider auch abgezogen wurden. Doch irgendjemand hat scheinbar die Horde dabei erwischt und die Polizei angerufen, die sowieso schon öfters an den Abend wegen uns alarmiert wurde. Also kamen mehrere Streifenwagen, die uns den Weg abgesperrt haben. Doch alles, was die Horde dabei hatte, lag schon lange auf den Gleisen. Also standen wir da, während die Polizei uns anschrie, die Hände aus den Taschen zu nehmen. Einer der Polizisten schreit meinen Kumpel so krass an, dass ich mich mit meinem Dickkopf eingemischt habe. Und weil ich dann meinen Mund nicht halten konnte und aus meiner Tasche ein Kaugummi geholt habe, obwohl ich die Hände aus den Taschen nehmen sollte, wurde ich festgenommen und in einen Streifenwagen gebracht. Mein scheiß Dickkopf, Mann, Alter. Im Streifenwagen sagt mir ein Polizist, dass ich wieder gehen kann, wenn ich nicht zur Täterbeschreibung passe. Und was soll ich sagen? Natürlich wurde ich mit ins PK-38 genommen. Das PK-38 hatte damals 4 Zellen. Und eine Zelle, die keine richtige Zelle war, weil man aus der Zelle in das Büro der Polizisten gucken konnte. Ich war der Erste, der dort in die Zelle gewandert ist. Doch wenig später wurden noch mehr Jungs von mir verhaftet, bis alle Zellen von uns besetzt waren. Wir haben die ganze Nacht Randale gemacht, bis wir auf Suff irgendwann auf der Holzbank in unseren Zellen eingeschlafen sind. Irgendwann wurde ich wach, als die ersten zwei Jungs aus der Zelle gelassen werden. Als ich dann gefragt habe, warum ich nicht gehen kann, sagt die Polizei zu mir,
dass ich einer der Hauptverdächtigen bin und aufgrund meiner ganzen Anzeigen ich nach Alsterdorf fahren muss. In Alsterdorf werden Fotos und Fingerabdrücke gemacht. Also fuhren wir, nachdem wir schon 14 Stunden in der Zelle waren, nach Alsterdorf. Dort angekommen, kamen wir in eine Sammelzelle. Meine beiden Kumpels wurden dann von da aus in Untersuchungshaft gesteckt und ich durfte, nachdem ich Fotos und Fingerabdrücke abgegeben hatte, wieder von Alsterdorf nach Hause. Ohne einen Cent in der Tasche. Und die Bilder, die von mir gemacht wurden, wurden immer gezeigt, wenn eine Straftat in Jenfeld stattgefunden hat, wo ein Halbschwarzer involviert war. Ich habe so oft gehört, wie Leute meinten, dass sie mein Bild gesehen haben, als sie die Zeugenaussagen machen mussten. Wenn ich heute zurückblicke, kann ich nicht glauben, dass diese ganze Scheiße passiert ist. Doch die Story ist noch nicht zu Ende. Als ich dann nach dieser harten Nacht und 21 Stunden Zelle wieder am Berliner Platz ankomme, kommt zeitgleich ein total überfüllter Bus am Berli an. Als die Tür vom Bus aufgeht, sehe ich auf einmal den Weisenhofer von der Tankstelle, weswegen die ganze Nacht überhaupt eskaliert ist. Und natürlich ist er mit einer Horde an Weisenhofern. Sie wollten nach der letzten Aktion zu uns ins Viertel, um einen afghanischen Kollegen zu finden. Und natürlich treffe genau ich die Jungs und das noch alleine. Als sie mich sehen, freuen sie sich wie kleine Kinder. Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, warum ich nicht einfach weggelaufen bin. Doch noch bevor irgendjemand von der Horde an mich rangekommen ist, stoppt der Junge, mit dem wir den Streit hatten, seine Jungs. Er geht zu mir und sagt, Digga, Ben, ich schwöre, du hast Eier. Also mach etwas aus deiner scheiß Musik. Wir könnten dich jetzt kaputt schlagen. Weil du jetzt alleine bist, darfst du gehen. Aber sag deinem Kumpel, dass ich ihn suche. Und sie ließen mich, auch wenn ein paar von den Jungs mich am liebsten ausgezogen hätten, einfach gehen. Ich hoffe, dass dieser Junge diese Story hier gerade hört und nach dem ganzen Schwachsinn, den wir damals gemacht haben, stolz ist, dass ich weitergemacht habe. Naja, meine Jungs wurden dann ein paar Tage später, nachdem sie vor Gericht waren, wieder freigelassen. Und die ganze Scheiße hat wieder von vorne angefangen. Wir haben so viel Unsinn gemacht, dass unsere Straßen am Berliner Platz zum Brennpunkt erklärt wurden. Das heißt, die Polizei konnte uns ohne einen Anlass kontrollieren und so wurde ich manchmal zweimal am Tag kontrolliert, bis man alle Polizisten schon kannte, egal ob zivil oder nicht. Es war immer das Gleiche. Hallo Ben, einmal die Personalien bitte. Hä? Ihr wisst doch, wer ich bin. Wozu denn noch die Personalien? Doch wir hatten einen Stadtteilpolizisten, der super korrekt war. Er hat uns zum Beispiel von dem Weedrauchen gewarnt und meinte, dass viele Dealer ihr Weed strecken. Wenig später kam dann die Vogelsandzeit, an die sich jeder Hamburger in meinem Alter erinnern kann. Für die jungen Leute unter uns, damals haben die Dealer eiskalt ihr Weed mit Sand oder sogar teilweise mit Glas gestreckt, damit sie mehr Profit machen. So wurden dann die ersten Quellen interessant, indem es ungestrecktes Weed gab und dadurch entstanden dann die ersten Dealer in meiner Clique. Weed wurde somit zu jeder Zeit greifbar und ich habe zu der Zeit viel Scheiße gebaut, um Geld zu machen, damit ich und meine Jungs einen rauchen können. Und als ich dann eines Tages wieder mal im Keller von einem Kumpel sitze, um ein paar J's zu rauchen, klingelt mein Handy. Es ist Michael, von dem ich seit der Yentown Crime Zeit immer weniger gehört habe. Er fragt mich, warum er immer wieder ekelhafte Stories von mir hört. Digga, anstatt ich höre, dass du neue Sachen kreierst, höre ich, dass du den oder den geschlagen oder abgezogen hast. Was soll die Scheiße? Bist du Gangster oder Rapper? Fragt er mich vollkommen überzeugend. Da hat es irgendwie Klick gemacht. Digga, ich habe mich irgendwie voll verrannt. Das musste ich mir eingestehen. Vielleicht sollte ich ehrlich wieder Musik machen. Michael sagt daraufhin, dass er nächste Woche rumkommt und wir dann das Projekt zusammen angehen. Das hat mir den richtigen Push gegeben. Ich habe durch den Scheiß, den ich gemacht habe, etwas Geld zusammenkratzen können und habe ein paar Tage später ein goldenes Mikrofon gekauft. Das Mikrofon kennt ihr vielleicht aus der Serie Sprache der Straße. Und mit dem neuen Mic habe ich dann innerhalb von 3 Tagen 10 Songs kreiert. Als Michael dann zu mir kam und gehört hat, was ich geschaffen habe, dreht er durch. Michael meinte zu mir, dass ich eine ganz andere Seite von Hamburg zeige. Und wir haben daraufhin uns den Kopf zerbrochen, wie wir das neue Mixtape nennen können. Ich meinte zu ihm, ich will gerne irgendetwas mit unserer Vorwahl haben. 040. Und so entstand dann das Konzept zu meinem 2008 erschienenen Mixtape Zimmer 040. Das Tape war von Anfang bis zum Ende mit einem Konzept verbunden. Allein schon das Intro, das wir mit 2 Ladies aus der Hood, ein paar Effekten und den Schuh meiner Mutter kreiert haben. Hallo? Ist jemand da? Hallo?
Zimmer 040. Nach dem Intro war der erste Song gleich ein Song namens Hamburg, in dem ich zeigen wollte, dass wir Hamburger Jungs zusammenhalten müssen. Weil Hamburg wurde zu der Zeit von Berlinern wie Flair und Bushido gedisst. Ich habe Free Beats und teilweise Beats von Ami-Künstlern genutzt und war sehr stolz auf das Mixtape. Doch das war der Zeitpunkt, an dem YouTube an den Start kam. Und leider habe ich verpasst, diese Plattform zu nutzen. Ich habe einfach wie damals das Tape per MSN rumgeschickt. Viele aus meiner Gegend haben mich daraufhin auf das Tape angesprochen. Doch mittlerweile hatten schon viele Untergrundkünstler Videoclips, weswegen so ein Mixtape nicht mehr richtig gefragt war. Rap ist zu der Zeit einfach Kommerz geworden. Und aus den Fans von früher wurden auf einmal selber Rapper, die meinten, dass sie besser wären oder es besser wüssten. Genauso wie heute. Jeder meint, dass er es besser weiß oder vielleicht sogar kann. Dabei kann man Kunst nicht bewerten. Es ist und bleibt einfach eine Geschmackssache. Deswegen habe ich schon immer genau das gemacht, was mir persönlich gefallen hat und nicht das, was gerade im Trend war. Und genauso war das Mixtape Zimmer 040. Ich habe es genauso gestaltet, wie ich es wollte. Hier habt ihr mal einen kleinen Einblick. Meine Gang, meine Family, meine Hood, meine Chicks, meine OGs, meine Blocks, meine Straßen und das Weed hier. In Hamburg liegen wir mit Coca und Waffen. Wenn wir kommen, habt ihr ehrlich nicht zu lachen. Ich roll immer mit mein G. Denn in Hamburg gibt es einfach zu viel Beat. Wir machen Party mit einer Pumpkanzei. Mit nem Finger, wenn die Bullen kommen, fick die Polizei. Fick, fick, fick die Polizei. Bei dem letzten Song, den ihr gehört habt, namens F die Polizei, habe ich mich gnadenlos über die Polizei ausgekotzt. Aber bei einer Line habe ich unseren Stadtteilpolizisten, der immer gut zu uns war, Props gegeben. Weswegen der Song dann, Gott weiß wie, bei der Polizei gelandet ist. Ich bin ein Ghetto-Boy, fick die Bullen ist mein Motto, denn ich hasse jeden Beamten außer Herr. Der besagte Stadtteilpolizist ist sogar zu mir gekommen und hat sich für die Line bedankt. Er hat erzählt, dass sie beim PK38 den Song mit Humor genommen haben. Ich aber aufpassen soll, was ich rappe, weil auch die Songs nach dem ganzen Stadtteilkrieg bei der Polizei landen. Doch auch wenn die Polizei den Song mit Humor genommen hat, ich wurde trotzdem indirekt wegen dem Song wegen Beamtenbeleidigung verurteilt. Denn durch den Song, der auf dem Handy meiner Jungs war, haben meine Jungs immer, wenn ein Polizist da war, den Song angemacht und mitgerappt. Und einmal, als wir wieder mal mit einer Horde am Hauptbahnhof waren, kommt ein Polizist an uns vorbei und die Jungs schreien wieder, F die Polizei. Aber ohne Scheiß, ich habe wirklich nicht mitgeschrien, da ich ja sowieso schon genug Stress mit der Polizei hatte. Als der Polizist sich umdreht, guckt mich ein Kumpel böse an und sagt mit seinem gebrochenen Deutsch, Digga, siehst du, was du gemacht hast mit deinem komischen Song? Und weil mein Kumpel mich angemacht hat, kam der Polizist dann direkt zu mir und wollte meine Personalien haben. Von der ganzen Horde, nur von mir. Wenig später musste ich dann vor Gericht, wo mir vorgeworfen wurde, den Polizisten als Bullenschwein betitelt zu haben. Bullenschwein? Ich schwöre euch, dieses Wort ist nicht mal in meinem Vokabular drin. Trotzdem wurde ich dann vor Gericht wegen Beamtenbeleidigung schuldig gesprochen. Ich musste dann meine Arbeitsstunden in einer Schule in Wandsbek machen. In einer fucking Schule. Natürlich haben mich dann ein paar Kids erkannt und deshalb bin ich am nächsten Tag nicht mehr hingegangen. Bis ich ein Schreiben nach Hause bekommen habe, dass ich für eine Woche in Jugendhaft muss. Wenn ich nicht innerhalb von 7 Tagen meinen Arbeitsstundennachweis zu der Polizei schicke. Gott sei Dank hat der Chef von unserem HDJ ein Schreiben fertig gemacht, in dem stand, dass ich meine Arbeitsstunden im HDJ machen werde. Also musste ich nur im HDJ arbeiten und nicht hinter Gitter. Und natürlich war das leider nicht das einzige Mal, wo ich verurteilt wurde. Denn während der ganze Rap-Fame wegen den Diss-Tracks immer weniger wurde, wurden die Anzeigen und Gerichtsbesuche immer mehr. Denn mein Fokus war nicht mehr Rap, sondern einfach nur noch schnelles Geld. Jeden Morgen bin ich aufgestanden und habe gewartet, bis der Postbote da war, damit ich dann die potenziellen Anzeigen aus dem Briefkasten fischen kann, die sich meistens wegen den Kiezbesuchen gehäuft haben. Denn das Wichtigste für mich war, dass sich meine Mom keine Sorgen macht. Doch leider hat sie auch viel unter dieser Zeit gelitten. Zum Beispiel hat sich meine Frau im Café von meiner Mutter weggesetzt, als sie gehört hat, dass ich ihr Sohn bin. Wiederum haben andere meine Mutter die Taschen nach Hause getragen. Nur wegen mir. Doch nach einer Aktion, weswegen ich bis heute eine Narbe auf dem Hinterkopf habe, ist meine Mutter bis heute unruhig, wenn irgendwas in unserem Viertel los ist. Doch das erzähle ich euch in Part 3 der Gotti Story. Ich habe nicht umsonst den Cliffhanger mit meiner Mom gemacht. Denn mir ist bei der Gotti Story sehr wichtig, dass die jungen Zuschauer unter uns erkennen, wie viel Leid wir unseren Familien antun mit so einer Scheiße, wie ich sie gebaut habe. Denn man rutscht schneller auf die Straße, als die meisten denken. Also tut mir den Gefallen und passt auf euch auf. In den kommenden Teilen der Story erzähle ich euch,
wie ich mich im Arbeitsleben versucht habe, obwohl ich mit der Straße nicht abschließen konnte und am Ende wieder dort gelandet bin. Wie mich die Jungs aus Mümmelmannsberg nach 7 Jahren auf doof gekrallt haben und noch viel mehr. Also abonnieren nicht vergessen. Gerdi.